Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und will mit euch heute über eine Science-Fiction-Serie reden, die meiner Meinung nach viel zu wenig Hype abbekommen hat, nämlich die Amazon-Serie The Peripheral, oder ich glaube im Deutschen heißt sie Die Peripherie, mit Chloe Grace Moretz und Jack Rayner in den Hauptrollen. Und das Ding ist wirklich fantastisch. Die erste Staffel ist jetzt komplett vorbei. Über die will ich reden. Und ich werde jetzt mal was ganz, ganz Wildes ausprobieren. Ich werde zuerst hier so eine kleine Review machen, warum ihr die Serie unbedingt gesehen haben müsst. Und weil es mir so auf der Zunge brennt, über das Ende zu reden, werde ich so ein Spoiler-Teil hier noch mit dranhängen. Ihr könnt dann einfach gucken, ich mache hier so diese Kapitelsachen, dann seht ihr auch, wo der Spoiler-Teil anfängt, damit alle diejenigen unter euch, die die Serie noch nicht gesehen haben, erstmal nur bis dahin gucken und dann den Spoiler-Teil vielleicht später sich anschauen. Deswegen, ihr seid jetzt so zum Teil gewarnt worden, weil es wird ein paar Spoiler geben, aber noch nicht direkt am Anfang. Legen wir einfach los. Enjoy the party, Mr. Ice. Ja, The Peripheral ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen untergegangen, weil die Serie kurz nach Herr der Ringe, die Ringe der Macht gestartet ist. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nach dieser Herr der Ringe-Serie waren erstmal alle durch mit Amazon Prime Video und haben sich gesagt, nein, 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 da kommt eh nichts Gutes. Und dadurch habt ihr, glaube ich, wirklich eine geile Serie verpasst. Und wenn man sich The Peripheral mal so auf dem Papier einfach nur anschaut, wer die Leute hinter der Kamera sind, wer die Leute sind, die für diese Serie verantwortlich sind, dann macht es schon verdammt viel Spaß, weil Scott Smith ist der Showrunner dieser Serie. Er ist eigentlich mehr Romanautor, hat aber zwei sehr, sehr gute Romane geschrieben, die ich euch sehr empfehlen kann, die vor allen Dingen beide auch verfilmt worden sind. Einmal A Simple Plan und dann hat Scott Smith auch noch Ruins geschrieben. So eine Horror-Story über Leute, die plötzlich mit merkwürdigen Sachen konfrontiert werden. Der Film war okay, das Buch ist definitiv besser. Spannender wird's für alle Serienjunkies da draußen natürlich, wenn man sich die Produzenten von dem Ganzen anschaut, weil das sind Jonathan Nolan und Lisa Joy, die unter anderem ja auch für HBO die Westworld-Serie gemacht haben, die ja leider abgesetzt wurde und die ich unbedingt echt nochmal weitergucken muss. Ich hänge immer noch bei Staffel 1 fest. Dann basiert The Peripheral auch noch auf einem Roman von William Gibson. Das ist einer der bedeutendsten Science-Fiction-Autoren, der gerade mit seinem Roman, mit seinem Debütroman Neuromancer auch den Begriff des Cyberspace ganz neu in dieses Genre mit reingebracht hat. Bei ihm wurde dieses ganze Ding mit Internet und künstlichen Intelligenzen und Datenübertragung und hast du nicht gesehen, alles so auf ein ganz, ganz neues Level gesetzt und The Peripheral basiert auf einem Roman von ihm, der tatsächlich dann auch der Startschuss für eine ganze Trilogie gewesen ist. Es gibt dann noch den zweiten Band Agency, der so ein bisschen als Prequel und als Sequel funktionieren soll und einen dritten Roman, der aber noch nicht veröffentlicht wurde. Aber ich sag's mal so, nach The Peripheral der Serie will ich unbedingt das Buch lesen, weil diese Serie ist wirklich sehr, sehr groß gedacht und wirklich auch eine, die mit sehr, sehr interessanten Konzepten daherkommt, die irgendwann wahrscheinlich auch gar nicht mehr Science Fiction sein werden, sondern einfach nur noch Science und irgendwas, was wir hier tatsächlich aufgreifen. Und da sind ja schon Elemente drin, die wir kennen, weil wir haben es mit Flynn Fisher zu tun. Das ist eine junge Frau, die irgendwo im ländlichen Texas, meine ich war es, lebt, zusammen mit ihrem Bruder Burton und ihrer blinden Mutter. Und Burton ist mal Ex-Soldat gewesen und gammelt jetzt mit seinen Kumpels da eigentlich nur noch rum. Und die beiden Geschwister spielen sehr, sehr häufig virtuelle Spiele. Also dann gibt es hier in dieser Welt auch immer so geile Sachen, die sie sich da aufsetzen und dann haben sie hier das perfekte VR-Erlebnis. Und Burton bekommt irgendwann mal ein Angebot von einer mysteriösen Firma aus Kolumbien. Er soll hier was ganz Neues ausprobieren. Weil er aber nicht so gut ist, lässt er das seine Schwester machen. Die landet plötzlich in einer Simulation, die sich wahnsinnig echt anfühlt. Hier soll sie für eine Frau etwas stehlen. Nur damit sich dann am Ende herausstellt, okay, das war gar keine Simulation, das ist wirklich passiert. Weil über dieses Headset wurde Flynn einfach
einfach mal in die Zukunft transportiert, in ein London, das, glaube ich, so 40 Jahre in der Zukunft liegt, wo sie in eine sehr, sehr heikle Situation gerät, weil sie stiehlt wichtige Informationen und ist danach so ein bisschen der Spielball von unterschiedlichen Fraktionen. Und das ist so im Groben die Story. Also ich muss gleich vorweg sagen, The Peripheral ist wirklich eine sehr, sehr geile Serie, die aber tatsächlich auch hochkomplex ist. Und da kommen dann so Begriffe auf, die gar nicht so viel näher erklärt werden. Allein diese Welt wird aufgeteilt unter drei Fraktionen. Da haben wir die Klept, was so eine Gruppe von Oligarchen ist, die nach einem sehr, sehr krassen, fast schon apokalyptischen Event, was in der Serie einfach nur The Jackpot genannt wird, die Regierung an sich gerissen haben und mit sehr, sehr brutalen Mitteln dafür gesorgt haben, dass wieder eine Ordnung entsteht. Dann haben wir das Research Institute, die eigentlich hauptsächlich für die ganze Forschung verantwortlich sind. Und dann gibt es noch die Mad Police, quasi die Polizeigewalt. Und genau zwischen diesen drei Parteien steht jetzt eine Flynn Fisher mit ihrem Bruder und muss irgendwie in dieser Welt klarkommen. Und so wie eine Flynn hier durch dieses ganze Szenario stolpert, zieht sie uns als Zuschauer einfach mit, weil wir halt wirklich auch alles zusammenreimen müssen. Diese Serie ist wieder so dieses perfekte Beispiel Show, Don't Tell. Wir sehen wahnsinnig viel. Es fallen sehr, sehr viele Begriffe. Im weiteren Verlauf der ersten Staffel werden auch viele Sachen davon erklärt. Aber es wird nicht übererklärt. Und so bleibt einfach immer noch so diese Faszination von, oh mein Gott, was genau war denn jetzt dieser Jackpot? Wie genau hat sich diese Welt da neu formiert? Warum brauchen die jetzt irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit? Warum ist eine Flynn Fisher da überhaupt irgendwie involviert? Warum gibt es überhaupt so etwas wie Zeitreisen, wenn doch davor alles irgendwie ziemlich Mist gewesen ist und jetzt in der Zukunft ja alles so viel besser ist? Und auch da ist die Serie zum Beispiel optisch wirklich sehr, sehr fantastisch, weil sie spielt hier sehr schön mit den Kontrasten dieser unterschiedlichen Welten, weil diese ländlichen Gegenden da in den USA, das sieht halt alles so aus, wie man sich das irgendwie vorstellt. Und es ist halt einfach nur so ein kleines Städtchen, in dem Flynn und ihre Familie wohnt. Und das Spannende ist aber auch, dass selbst in diesem kleinen Städtchen wahnsinnig viel passiert, weil Flynn ist zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen unglücklich verliebt in einen von den Polizisten, der aber verlobt ist. Dann gibt es dann noch so Mafia-ähnliche Strukturen mit einem Typen namens Corbell, der dann auch noch aus der Zukunft kontaktiert wird, um da gegen Flynn vorzugreifen. Also das ist hier auf sehr, sehr vielen Ebenen wirklich auch sehr, sehr schön durchdacht. Und dann haben wir eben diesen großen Kontrast mit diesem Zukunftsszenario, wo wir in einem London im Jahre, wie gesagt, 2070 oder so sind oder noch ein bisschen weiter. Und das sieht sehr, sehr cool aus alles. Überall ragen riesengroße Statuen in den Himmel, wo man sich auch immer wieder fragt, so, es sieht geil aus, aber warum ist das da? Wie funktioniert das? Es wird dann immer irgendwo mal so ein bisschen erklärt, warum es diese Statuen gibt, aber wie gesagt, halt auch hier wieder, es wird nicht zu viel erklärt. Und am Ende muss das auch gar nicht groß erklärt werden, weil als reines Zukunftsszenario sieht das einfach schon verdammt cool aus. Und da kommt ja dann halt auch noch dazu, dass diese Serie wahnsinnig interessante Konzepte aufgreift, die wirklich interessant und spannend sind. Also diese ganzen virtuellen Realitäten-Geschichten mit diesen Headsets und sowas, das ist ja ohnehin schon irgendwie was, was schon sehr, sehr früh im Science-Fiction aufgegriffen wurde, was hier natürlich auch nochmal interessant umgesetzt wird und vor allen Dingen weitergedacht wird. Was mich zu dem Punkt bringt, dass man sagt, ja, okay, Zeitreisen ist möglich, aber Zeitreisen ist quasi nur eine Art Datentransfer. Also es wird keine komplette Flynn Fisher aus ihrer Gegenwart in die Zukunft gezogen, sondern eigentlich wird nur ihr Gehirn gescannt und abgetastet und das wird dann per Datentransfer in die Zukunft geschickt.
Wie das letztendlich wirklich funktioniert, ist halt immer noch total Sci-Fi-Gaga-Gedöns. Muss man jetzt auch nicht groß hinterfragen, weil dann raucht einem einfach nur der Kopf. Aber ich finde dieses Konzept einfach wirklich sehr interessant. So nach dem Motto, ja, okay, ich lade diesen USB-Stick und schmeiße den dann rüber und dann landet das in der Zukunft und wir laden das wieder hoch. Da kommen ja dann auch diese Peripherals ins Spiel, die eigentlich nichts mehr sind als Roboter, in die man halt ein Bewusstsein implantieren kann. Und auch das wird in dieser Serie ja häufig aufgegriffen. Also wir haben ja dennoch die sehr, sehr fiese Dame vom Research Institute, Charisse, die ja so einen Handlanger hat, der irgendwann mal in einem Kampf stirbt und dann aber auch wieder in so einen Roboter hochgeladen wird und dann einfach weiterleben kann. Und gerade auch dieses, ich lade mein Gehirn irgendwo ins Netz und kann so unsterblich werden, ist ja auch ein sehr, sehr bekanntes Beispiel aus dieser Neuromancer-Geschichte von einem William Gibson. Das ist genau das, was ihn immer irgendwo fasziniert hat. So, wie können wir über die virtuelle Welt unser Bewusstsein einfach erweitern? Und das wird hier einfach in eine sehr, sehr actionreiche, sehr, sehr spannende Story mit aufgegriffen. Mit diesem ganzen Zeitreisen verbunden ist hier natürlich auch ein Konzept, was uns schon damals in Zurück in die Zukunft Teil 2 ein Doc Brown erklärt hat, nämlich dass, wenn man irgendwo in die Zukunft reist oder in die Vergangenheit reist oder irgendwohin reist, entsteht eine neue Zeitlinie. Und solche ähnlichen Konzepte gibt es auch in The Peripheral, aber mit einem richtig genialen Twist. Und das sage ich wirklich ganz bewusst so, weil das habe ich A nicht kommen sehen und B fand ich es einfach wirklich sehr, sehr spannend, wie dieses Konzept von einer Art Multiverse hier in The Peripheral aufgegriffen wird und ganz, ganz anders gedacht wird und auch ziemlich clever gedacht wird und auch ziemlich fies gedacht wird, weil wenn man denn so weiß, was hier so ein Research Institute anstellt, um halt tatsächlich Forschung zu betreiben, denkt man sich nur so, okay, wow, das habe ich im Leben nicht kommen sehen und das ist ziemlich, ziemlich heftig. Und das macht einfach diese Serie wirklich aus, weswegen ich sie euch wirklich nur empfehlen kann, weil ja, sie ist komplex, aber man wird auch belohnt, wenn man dieser Komplexität auf einen gewissen Grad folgen kann. Ich sag selbst nicht, dass ich alles verstanden habe. Um Gottes Willen, dazu müsste ich diese Serie, glaube ich, noch mal ein zweites Mal gucken. Dazu werde ich mir, glaube ich, definitiv noch mal das Buch schnappen. Aber wie gesagt, was hier alles irgendwie eingebaut wird, wie hier auch Technologie weitergedacht wird, weil es gibt dann irgendwelche Schallwaffen, es gibt Autos, die sich komplett unsichtbar machen können. Burton und seine Ex-Soldaten haben irgendwelche Implantate in sich, wodurch sie quasi als Einheit miteinander kommunizieren können, einfach nur per Kraft ihrer Gedanken. Und da wird sehr viel einfach auch mit diesen technischen Sachen gespielt, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Dazu haben wir halt wirklich eine Serie, die optisch grandios aussieht und eben wirklich tolle Konzepte zum Thema Science Fiction in den Raum wirft. Wir haben einen fantastischen Cast. Also Chloe Grace Moretz ist super. Jack Rayner, den ich eigentlich nur aus diesem einen Transformers-Film kannte, ist großartig. Wir haben hier auch sonst wirklich sehr, sehr faszinierende Charaktere und Figuren, die wirklich alle wahnsinnig, wahnsinnig gut funktionieren. Und somit haben wir einfach ein Rundum-Paket, was diese Serie wirklich zu einem absoluten Hit machen sollte, wenn es halt einfach mehr Leute gesehen hätten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das Endor-Problem. Wir haben mit Endor eine der besten Star-Wars-Serien überhaupt, aber irgendwie hat es gefühlt keiner so richtig geguckt. Und The Peripheral muss ich euch auch wirklich wärmstens ans Herz legen, weil das ist einfach wirklich so ein Mind-blown-Ding, was euch von Anfang bis Ende einfach nur komplett packt und bei dieser Story hält. Und ich hatte es ja schon angekündigt, ich will nochmal über dieses Finale sprechen und deswegen jetzt nochmal hier ganz groß Spoiler, 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 Spoiler. Also was jetzt kommt, ist wirklich Spoiler zum großen Finale und überhaupt auch nochmal zu ein paar von diesen anderen Konzepten, die in dieser Serie aufgetaucht sind. Deswegen nochmal ganz fett Spoiler zu The Peripheral Staffel 1. Wir reden jetzt so ein bisschen über das Ende und halt auch nochmal über diese ganze Zeitstrang-Geschichte. Weil was ich wirklich grandios fand, war, dass dieses Research Institute für diese ganzen unterschiedlichen Multiversen da eigentlich verantwortlich ist. Die sind diejenigen gewesen, die diese unterschiedlichen Zeitstränge aufgebaut haben, einfach um da irgendwelche Forschungssachen zu machen. Und da stellt sich ja dann zum Beispiel auch heraus, dass
das Zeug, was Burton da in seinem Arm hat, was seine Einheit da auch in ihren Arm hat, das stammt aus der Zukunft. Das ist Technologie aus der Zukunft, die hier in diesem Vergangenheitsexperiment-Szenario ausgetestet wurde, um einfach zu sehen, okay, können wir damit was anfangen oder nicht. Und das, was ich hier auch wahnsinnig interessant fand, war, dass das, was eine Flynn ja dann irgendwann gesehen hat, als eine Art Bakterium in ihrem Kopf überlebt hat. Also hier wird Information aus dem digitalen Raum zu etwas mit DNS, zu etwas Körperlichem, weswegen sie halt nach wie vor weiterhin gejagt wird, obwohl sie nicht mal weiß, dass sie diese Information in irgendeiner Form auch immer in ihrem Kopf hat. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass ein William Gibson halt nicht nur in den Cyberspace reindenkt, sondern auch aus dem Cyberspace wieder hinaus. Was wahrscheinlich für Staffel 2 und 3, die ja angeblich auch definitiv kommen sollen, wirklich noch interessant werden könnten. Weil vielleicht könnte man hier noch so Konzepte aufbauen mit etwas aus dem Cyberspace wird tatsächlich Mensch. Letztendlich haben wir das ja schon auch mit diesen Androiden und Peripherals, aber das könnte man ja noch eine ganze Stufe weiterdenken. Und hier wird es ja dann auch wirklich spannend, weil wir sehen eine Flynn, wie sie quasi einen neuen Zeitstrang aufbaut, indem sie sich dann quasi selbst rebootet, nachdem sie sich vom besten Freund ihres Bruders Connor umbringen lässt, damit sie nicht mehr gejagt wird, um so ihren eigenen Zeitstrang, ihre eigene Familie zu retten, die nämlich eigentlich komplett in die Luft gejagt werden sollten. Und hier sind wir halt an einem Punkt angekommen, da ist dieses Komplex-Level einfach so, so hoch, dass ich es schon nicht mal anzeigen kann, weil das ist echt auch so ein bisschen verrückt und da muss man, glaube ich, einfach auch sagen, okay, ich lehne mich zurück und lasse es einfach auf mich wirken. Also Flynn erschafft einen neuen Zeitstrahl, indem sie sich quasi wirklich selbst rebootet, kommt dann aber auch wieder zurück in die Zukunft, um dann eben mit der Polizei da zusammenzuarbeiten und hat somit gleichzeitig diesen anderen Zeitstrang gerettet, wo ja dennoch ihre Mutter und ihre Freunde und ihr Bruder und alle Leute leben. Gleichzeitig haben wir dann aber in dem Zeitstrang ja trotzdem noch diesen Corbell, der ja auch auf sie angesetzt wurde. Das heißt, wenn wir irgendwann in Staffel 2 angekommen sind, wird es hier wahrscheinlich noch über unterschiedliche Zeitstränge gehen und man wird uns ja dann wahrscheinlich auch noch den neuen Zeitstrang zeigen, in dem eine Flynn jetzt gelandet ist. Da könnte ihr Leben ja zum Beispiel auch ganz anders aussehen, oder? Es wird gleich aussehen, einfach weil man sich dann sagt, okay, wir wollen es nicht zu kompliziert machen. Also das wird wirklich sehr, sehr spannend werden. Gleichzeitig haben wir ja dann diese ganze Geschichte rund um Alita, also die Frau, die ursprünglich ja damals eigentlich Burton engagiert hat, der das Ganze ja dann aber an seine Schwester abgegeben hat. Sie baut hier so eine Art Widerstand auf und hat ganz, ganz viele Leute, die alle diesen Mikrochip aus ihrem Kopf rausgerissen haben, damit man sie überhaupt nicht mehr verfolgen kann. Also hier haben wir dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Terminator-Story, so nach dem Motto, die Vergangenheit beeinflusst den Widerstand der Zukunft, damit dann irgendwie zwar nicht gegen Roboter gekämpft werden kann, aber gegen diese ganzen großen Organisationen wie das Research Institute und diese komischen Klept, diese Oligarchen. Und da gibt es ja dann auch noch diese sehr, sehr merkwürdige Post-Credit-Scene im Finale, wo wir diesen Zuboff haben, mit dem Flynn ja zuallererst eigentlich in Kontakt getreten ist und er wird hier darauf aufmerksam gemacht, ja, okay, du musst dich vorbereiten, das wird jetzt noch hier ziemlich heftig werden. Also man merkt allein schon, dass dieses Finale zwar auch irgendwo so eine Art Happy End aufbaut, aber gleichzeitig auch sagt, ja, okay, das ist so ein kleines, nettes Happy End für Staffel 1, aber Staffel 2 wird einfach nur noch heftiger. Vor allen Dingen, weil wir bis dahin jetzt einfach schon diese ganzen Konzepte von unterschiedlichen Zeitsträngen erfahren haben. Jetzt kommt dann Staffel 2, da wird man uns hoffentlich auch nochmal so ein bisschen mehr über dieses ganze System erklären, wie das hier wirklich funktioniert und wie man hier jetzt irgendwie zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her switchen kann, um hier so einen großen Krieg aufzubauen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und kann wirklich nochmal sagen, guckt euch The Peripheral an. Ich fand diese erste Season, ich glaube es sind 8 Episoden,
Wirklich absolut fantastisch. Wirklich was für Leute, die Sci-Fi einfach mögen, die nicht einfach nur irgendwie Raumschiffe brauchen und dann ist gut, sondern die wirklich einfach auf komplexe Storys stehen, die Sci-Fi-Konzepte beinhalten, die wirklich gut durchdacht sind und die irgendwann vielleicht auch mal so in irgendeiner Form Realität werden könnten. So, das war jetzt aber alles von mir. Jetzt frage ich an dieser Stelle natürlich für euch, habt ihr The Peripheral gesehen? Wenn ja, wie hat euch die Serie gefallen? Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, konnte ich sie euch ein bisschen schmackhaft machen? Und was sind so andere Sci-Fi-Serien, die ihr mir vielleicht noch empfehlen könnt? Schreibt mir all das in die Kommentare und für mehr zu Serien und sonstigem, klickt einfach auf eins von diesen Videos.